Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich und zwar ist heute die Barbara Box bei mir eingetroffen, die unfassbar schön aussieht, oder? Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was ich in dieser mega schönen, geilen, mega geilen Box verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich bin so ein bisschen im Urlaubsmood, deswegen ungeschminkt, ohne Schmuck, einfach nur ein Schlabber-Outfit an. Nichts Spezielles heute. Also ich denke, dass ich gleich noch irgendwie ein Schminki drehen werde. So ein Two-Faced, Full-Faced, Two-Faced wollte ich mal machen. Ja, ansonsten mal gucken, was heute noch so geht. Ich habe heute Morgen 5 Stunden lang, Pakete verpackt. Und zwar die ganzen Verlosungspakete. Auch in diesem Video gibt es eine Verlosung. Die wird aber direkt von mysurprise.de verschickt. Also ja, das ist quasi die Firma, mit der ich kooperiere. Und wofür von denen bekomme ich quasi immer die ganzen Boxen. Genau, die Barbara-Box, die Pink-Box, die Brigitte-Box, die Mainz-Box, die Luxury-Box, ganz viele Boxen. Wirklich unfassbar. Die siehst du ja auch immer wieder hier auf diesem Kanal und ich kann in diesem Video diese Box an einen von euch verlosen. Was du dafür tun musst, steht alles unten in der Infobox. Schau einfach mal vorbei. Ja, ich habe jetzt schon wieder palabert und ich würde einfach mal sagen, wir gucken uns als allererstes mal diesen Flyer an. Den bekomme ich immer mit. Da steht immer schon so ein bisschen drin, was das Motto sein könnte. Das ist nämlich, weil es eine Kooperation ist, ein Brief an mich. Läuft. Liebe Claudia, mit der neuen Barbara-Box wirst auch du zu einer echten Sahneschnitte. Viel Spaß beim Probieren und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Hä? Sahneschnitte probieren? Ich bin gespannt. XOXO Maria vom Barbara Box Team und da ist ein selbstgemaltes Herzchen hinter, handgemalt. Vielen, vielen Dank, liebe Maria. Ich bin super gespannt, was jetzt da drin ist. Ist da jetzt was zu essen drin? Ist da Sprühsahne drin? Oder probieren im Sinne von austesten? Ich bin wirklich gespannt, was da drin sein könnte. Also, finde ich interessant. Wird jetzt auf jeden Fall angeschaut. Die Boxen kannst du abonnieren. Setze ich dir auch alles unten in die Infobox rein. Kostet zwischen 25 und 30 Euro pro Box, je nachdem, welche Boxenform du wählst. Und die kommt alle 2 Monate. Genau. Ist aber dann quasi vom Preis pro Monat mit den anderen Boxen halt immer wieder vergleichbar. Du kannst das alles vergleichen, ne? Ich zeige dir immer die Boxen und dann kannst du schauen, welche dir am besten gefällt. Und dann irgendwann vielleicht, wenn du Bock drauf hast, ein Abo abschließen. Dann ist hier immer so ein Magazin mit dabei. Das ist das Barbara-Magazin. Dieses hier, weil das ist halt die Gründerin der Box, beziehungsweise die Namensgeberin, Ideensgeberin der das Gesicht hinter vor der Box. Man weiß es nicht. Barbara Schöneberger, genau. War jetzt ja letzte Zeit doch das ein oder andere Mal etwas negativ in der Presse. Gerade aufgrund dieser ganzen Männer mit Make-up und so Geschichte. Schwierig, schwierig das Thema. Wir können uns gerne in den Kommentaren mal darüber austauschen. Also, ne? Ich persönlich mag es gerne, wenn Männer halt auch einfach mal Wert auf ihr Äußeres legen. Das dürfen sie auch. Die kostet normalerweise 4,50 Euro, die Zeitschrift. Und, ne? Hast hier auch ab und an mal so Proben drin, was ich großartig finde. Botanicals Fresh Care, das Arnica reparierende Shampoo, wird getestet. Freue ich mich drauf. Und ansonsten stehen da Modetipps und hast du nicht gesehen, Interviews, ne? Kann man sich angucken. Liegt bei uns im Badezimmer im Magazinständer. Aber ich will jetzt hier nach über drei Minuten quatschen, endlich mal hier diese Box öffnen. Schön pink und hübsch und mädchenmäßig, ne? Das gefällt mir schon mal. Sie ist sehr, sehr leicht übrigens dieses Mal. Hier hast du Produkte Beauty, Lifestyle, Food, manchmal auch mit drin. Seidenschleifchen. Seidenpapier. Oh, ich habe in letzter Zeit gar nicht mehr in den Boxen gerochen. Riecht auch nur nach Papier. Das ist jetzt unspektakulär gewesen. Mensch, Mensch. Hier haben wir das Häppchen, wo drin steht, was drin ist. Da stehen auch die Preise drin, die ich dir dann immer einblende. Krüsselpapier und ganz viele Produkte. Oh mein Gott. So. Als erstes ziehe ich hier ein Kärtchen raus. Sei ein Cupcake in einer Welt voller Muffins. Das finde ich cool. Das ist auch echt, also beschreibt definitiv das, was in meinem Herzen so abgeht. Finde ich großartig, es glitzert, es ist schön, es ist eine Karte, die ich verschicken kann, was ich definitiv auch bei einem Verlosungspaket demnächst mit beilegen werde. Aktuell kommen da immer Weihnachtskarten rein, macht Sinn. Finde ich cool. Das finde ich echt klasse. Ein Cupcake in einer Welt voller Muffins.
Apropos, hier haben wir dann tatsächlich auch so Backförmchen für Cupcakes. Das ist von der Barbara Box. Das heißt, da ist der Preis dann immer ein bisschen schwierig zu definieren. Genau, ne? Das sind einfach so Förmchen. Und hier, das kannst du oben reinstecken, was ich total niedlich finde. Hat für mich aber ehrlich gesagt eher was Sommerliches. Aber man kann natürlich auch zur Weihnachtszeit Cupcakes backen. Ne? Ich persönlich würde wahrscheinlich eher Kekse backen. Was cool ist, ist, dass du halt wirklich dieses Design von der Barbara Box, die jetzt auch hier bei uns steht, aufgegriffen wurde, ne? Das gefällt mir. Oh, Evo Visage, ein Vitaminspray von Evo Eye, Evo Lash, Evo Visage. Haben wir jetzt in letzter Zeit immer mal wieder was mit drin. Evo Beauté ist, glaube ich, die Übermarke von der ganzen Geschichte. Das hatte ich auch, glaube ich, schon mal. Das sprühst du dir einfach ins Gesicht rein. Jo. Ne? Das ist so ein Spray. Also ich habe jetzt hier aktuell eins von The Body Shop stehen. Das mache ich mir jetzt auch eben drauf. Rose Dewy Glow. Ne? Das ist in meinem Adventskalender von meinem Freund gewesen. Boah, das sprüht dich immer sehr doll an. Naja, aber es ist halt immer so für zwischendurch mal so ein bisschen freshen. Und ne? Das wird dann irgendwann hier auch auf dem Tisch stehen. Und ich weiß gar nicht, was das machen soll. Nach der morgendlichen Gesichtsreinigung 1 bis 2 Pumpstöße des Serums. Ach so. Auf die Fingerspitzen geben, sanft auf der Gesichtshaut verteilen und einklopfen, nicht verreiben, bis das Ganze von der Haut aufgenommen ist. Ach so. Ach so. Hä? Aber das ist doch ein Spray. Warum soll ich das auf meine Finger geben? Naja, aber das ist dann wahrscheinlich eher wie ein Gesichtsserum und nicht wie ein Spray. Wie ein Fresh-Up-Spray. Weißt du, dass du das quasi dann auch wirklich in deiner normalen Morgenroutine verwendest? Okay. Ja gut, das ist dann halt auch nochmal was anderes, ne? Und ich sprühe mir hier irgendwas ins Gesicht. Egal. Jo. Aus L-Ascorbinsäure und Vitamine A und E binden freie Radikale in den oberen Hautschichten, wirken effektiv einer frühzeitigen Hautalterung entgegen. Ja, äußerst freundlich, ne? Hm. Also, was haben wir jetzt nun mit hier drin? My Coconut Island. Okay, voll nicht mein Ding. Das ist ein Haarparfüm von Triacle Moon. Ja, nee, Kokosnuss mag ich nicht. Brauche ich nie in der Haare. Das muss echt nicht sein. Ich verschwinde für eine Weile auf eine ferne Insel. Ich vergrabe meine Zehen im warmen Sand, lausche dem Lachen der Möwen und spüre den Wind im Gesicht. Die Sprüche darauf sind ein Highlight, ne? Aber vom Duft her voll nicht mein Ding. Also das wird weiter wandern. Subcurry. Mangaroka Batida de Coco Likör. Ja, also das ist jetzt natürlich ne, was für die kommende Zeit, wenn man dann die Familienmeute zu Hause hat, dann kann man das mal auf den Tisch oder halt in der Handtasche und dann halb so zwischendurch mal ein bisschen, man weiß nicht, einfach um die Stimmung mal aufzuhellen, man weiß es nicht. Kokosnuss esse ich tatsächlich gerne, ich mag nur nicht den Duft und wenn ich das gegessen habe, dann rieche ich es ja nicht mehr, es ist total weird, aber es ist so. Ich mag ja auch zum Beispiel Bounty, ne? Ich bin da echt merkwürdig, aber es gibt Leute, die, denen geht es ja genauso, nicht jeder will alle, ich will ja auch zum Beispiel kein Wurstparfüm haben, aber ich esse gerne Wurst. So, ja. So ist das und Alkohol trinke ich eigentlich nicht ganz gerne. Nicht ganz gerne vor allem trinke ich nicht. Ja, aber wer weiß, was sich so in den Feiertagen ergibt, ne? Naja, Alkohol halt. So, was haben wir hier? Das ist der Klassiker, ne? Alverde Matte Lipstick Chocolate Shock. Das ist natürlich cool. Für mich, glaube ich, ein bisschen dunkel, ne? Also, ha, ich bin immer so am Hadern mit mir und halt davon der Lip Liner Automatic mit dazu. Soll ich das mal ausprobieren? Ja, komm. Das ist so einer zum Rausdrehen. Lässt sich schön auftragen. Und auch da, also der Spiegel ist jetzt sehr weit weg von mir und trotzdem kriege ich das relativ präzise hin. Also ja, hier habe ich ein bisschen gepatzt, aber das kriegen wir alle noch ausbalanciert. Und hier haben wir halt den Chocolate Choc. Oh, der riecht auch gut. Das ist easy. Matt auf jeden Fall. Ist jetzt ein bisschen krass, weil ich natürlich kein Augen-Make-up drauf habe. Hier will ich noch ein bisschen. Gefällt mir aber. Also ich finde die Farbe natürlich für mich ein bisschen hart. Ne, ist halt so ein richtiges Braun, aber sieht cool aus. Also das ist ein gutes Produkt, definitiv. Und dass du das halt jetzt hier in Kombi auch noch bekommst, finde ich auch ganz nett. Ja, eigentlich brauchst du hierfür keinen Lip Liner, aber nice to have. Natürlich, M-Asam Resveratrol, die Augencreme mit Hyaluronsäure und Q10 polstert Falten sichtbar auf und glättet und strafft. Von M-Asam haben wir jetzt gefühlt in jeder von diesen Beautyboxen immer mal wieder was drin. Deswegen musste ich ja auch ein M-Asam-Produkt mit dabei sein. Resveratrol finde ich auch ganz gut. Das ist eine schöne Reihe. Da habe ich letztens erst das Körperpeeling leer gemacht. Da habe ich auch das ein oder andere noch hier da im Backup, was noch verwendet werden möchte. Und jetzt habe ich auch noch eine Augencreme im Backup. Finde ich gut. Sowas ist auch gar nicht mal so günstig, ne? Mit hochkonzentriertem Resveratrol aus der Weinrebe. Tschö.
Ach, du ahnst es nicht. Die habe ich jetzt schon. Okay, da habe ich von Bella Pierre Cosmetics Heatwave Highlighting Palette. Das ist diese hier. Die habe ich tatsächlich schon. Ja, schade. Ansonsten fände ich das jetzt richtig geil und würde es hardcore feiern. Da muss ich zu sagen, die Farben sind super pigmentiert. Du machst da einen wunderschönen Highlight-Effekt mit. Du kannst die auch tatsächlich als Lidschatten verwenden. Ja, sowas mache ich ja auch ab und an mal ganz gerne, wenn du halt drauf stehst, dir Schimmertöne auch wirklich komplett aufs Auge zu geben, ne? Ich mag das ganz gerne, ne? Und finde es cool, dass es mit drin ist, weil das ist gar nicht mal so günstig. Ui, eine Wintercreme, eine Wintercreme von Charlotte Mensen. 50 ml sind hier enthalten und das finde ich auch toll. So ein richtig schönes Winterprodukt, das finde ich klasse, das gefällt mir. Riechen wir mal dran. Kriegst du nichts durch, ist noch zu. Okay, ja schade. Ja, okay. Das ist dann wahrscheinlich halt gegen Winterhaut, dass du halt, wenn das draußen so kalt ist und wenn die Haut so trocken ist, dass du da entsprechend die Pflege bekommst. Das finde ich klasse. Doch, das gefällt mir. Hier steht jetzt nicht wirklich groß viel dazu drin. Ich gucke mal hier ins Heftchen, ob da irgendwas zu drin steht. Die Winterpflege von Charlotte Mensen ist die richtige Wahl für alle, die Wert auf natürliche Kosmetik made in Germany legen und sich auch bei eisigen Temperaturen samt weicher Haut wünschen. Wie eine Ganache auf der Torte legt sich die Creme auf ihre Haut und bietet ihr einen Kälteschutz bei rauer Witterung. Natürliches Sesamöl und Vitamin E können dabei helfen, die hauteigene Feuchtigkeit zu bewahren sowie Spannungsgefühle und Trockenheit zu beseitigen. 8,90 Euro kostet so ein Pöttchen. Ja, ne? Das finde ich cool. Das gefällt mir. Das finde ich toll. Cool. Hier haben wir noch was? Jean d'Arcel. Eine Maske. Sehr gut. Clearing Mask. 20 ml sind hier enthalten. Das ist so ein kleines Pöttchen. Eine Spezialmaske für fettige und unreine Haut. Großartig. Ich habe zurzeit so ein bisschen Spaß mit meiner Haut, um das mal so zu sagen. Ja, habe gestern noch eine Anti-Pickel-Maske verwendet, die ich im Adventskalender drin hatte. Das heißt, die werde ich jetzt auch morgen vielleicht mal verwenden. Mal gucken. Finde ich gut. Das gefällt mir richtig gut. Ja, passt gerade sehr gut. Semikolon. Das ist ein DIN A6 Heft. Papiereinband mit Titelfenster zur Beschriftung und zwei Taschen im Einband. 96 Seiten cremeweißes Papier, Blanco, 10,5 x 14,8 cm. Jo, ne, das ist einfach so ein Notizbüchlein. Ich persönlich mag das lieber, wenn du halt einen richtig festen Einband hast. Ja, aber sowas kannst du dann auch in der Handtasche schön mitnehmen, Einkaufslisten draufschreiben und so. Also sowas benutzen wir sehr viel für Einkaufslisten. Das ist immer sehr praktisch. Jo, wird verwendet. Hat jetzt für mich nichts mit Sahneschnitte zu tun, aber geht wohl klar. So, jetzt habe ich noch was drin. Die immer und ihre komischen Ampullen hier. Das scheint alles auch zurzeit so ein bisschen, ne, im Trend zu sein, diese Trinkampullen. Hier haben wir 3 Stück. Und was ist das? Collagen Beauty von Doppelherz. Okay, Kollagenpeptide und Acai-Extrakt und Biotin und Zink, Hautgesundheit und Elastizität. So. So schaut das erstmal hier vom Einband her aus, vom Einband vor allem. Ne, das sind halt diese klassischen Trinkampullen, da haben wir jetzt auch echt schon so viele verschiedene drin gehabt. Und jetzt haben wir noch wieder welche drin, nur von einer Marke, okay. Vitamin A, Zink und Biotin für den Erhalt normaler Haut. Vitamin C trägt zur normalen Kollagenbildung für eine normale Hautfunktion bei. Kupfer für das Bindegewebe, Kollagenpeptide helfen, die Faltentiefe zu reduzieren und die Elastizität der Haut zu erhöhen. Das ist ja alles per se ganz nett, aber wie viel muss ich denn davon trinken? Also einmal täglich musst du einen davon trinken. Aber wie viel muss ich davon trinken, um da einen Effekt zu bekommen, gegebenenfalls? Das werde ich dir mal raussuchen und werde dir das auch hier mit reinschreiben. Und was es dann quasi kosten würde, wenn du die komplette Verzehr-Empfehlungsmenge nehmen würdest, ne? Ich lese mich da mal ein bisschen rein. Also ich finde es immer ein bisschen grenzwertig. Da esse ich mir doch tatsächlich lieber mal irgendwie einen Apfel oder trinke mir eine heiße Zitrone oder sowas. Ja, und hier haben wir dann halt 3 Stück von den Dingern mit drin. Dieses Beauty zum Trinken, du findest das jetzt ja dieses Jahr im Winter so viel. Sogar Balea hat sowas rausgebracht, wenn ich das richtig gesehen habe. Naja. Ja, also da hätte ich doch tatsächlich anstatt von diesen komischen Drinks irgendwie was anderes drin gehabt. Da hätten die auch gerne mal irgendwie eine Packung Kekse oder Schoki reinpacken können. Das hätte ich mehr gefeiert, definitiv. Ja, das war jetzt der Inhalt der Box. Waren coole Produkte drin, definitiv. Also auch hier wird Sahneschnitte, ne? Kannst du dir quasi die Lippen drauf machen, dann kannst du dir den Highlighter drauf machen und vorher machst du die Maske. Ich meine, ein bisschen mehr brauchst du dann vielleicht auch noch im System vor allem, im Gesicht, um da irgendwie auszusehen wie eine Sahneschnitte. Ja, ansonsten Produkte fand ich ganz interessant, bis auf die Trinkampullen. Ja, hat mir gefallen.
Und wenn sie dir auch gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Beziehungsweise, wenn dir das Video gefallen hat, weil für die Box kann ich ja nichts, ne? Ich wünsche dir einfach mal einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ja, das wird mir wirklich helfen. Wirklich. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.